Die drei sind noch fest da oben verankert, leider. Und ja, er schmeißt jetzt noch genügend Holz ins Nirvana. Und flutsch. Ich glaube, ich werde dann als nächstes anfangen, hier drüben die Wälder einzuhacken, dass hier alles frei ist. Na, der Baum hat ja jetzt echt gute Physik-Abflug gemacht. So nach dem Motto, my people need me. Ah, nicht ganz. So hätte ich das jetzt gerne. Genau, hüpf in der Gegend rum. Jetzt hilf bitte wieder beim Bauen erstmal, dass das Holz wegkommt und so nicht noch mehr runterschmeißt. Wer weiß der Kuckuck, wie viele du jetzt schon wieder runtergeschmissen hast, weil du wie ein Trampeltier da durchgeheizt bist. Als ob die Bäume hier nachwachsen würden, tun sie leider nicht. Beziehungsweise tun sie auch zum Glück nicht. Interessant, wie sie die Stockpiles hier mit Steinen füllen. Ja, bald werde ich wahrscheinlich Holz fällen müssen und dann erst, also gleichzeitig Holz fällen und Stämme aufbauen und dann erst wieder mit der Bergarbeit weitermachen. Hätte ich wahrscheinlich von Anfang an machen sollen.
Naja, man kann auch ganz leicht erkennen, wo ich auf Stümpfen Loks platziert habe. Na komm, für euch beide gibt's Arbeit, noch Arbeit. Could not find storage. Genau, nehmt den am weitesten entfernten Lok. Die lasse ich mal ein bisschen manuell fällen. So, dann nehmen wir erstmal das Holz, was hier so rumliegt. Wir haben noch nicht mal die Hälfte für den nächsten Brickturn. Wir sind jetzt schon übrigens fast 3,5 Stunden in diesem Projekt. Oh, stumpf. Der letzte Stumpf, der es überlebt hat. Da.
So, jetzt müssen hier gerade wieder nur die Hohlräume gefüllt werden. Da das aber auch, also die Baumstumpflöcher, kann ich gerade schon mal die nächste Reihe drauf dran packen. Oh, und wir haben den Sonnenuntergang verpasst. Jetzt schade. Okay, wir haben hier ein bisschen Platz gemacht, also kann ich wieder einen von euch direkt Holzfällbefehle geben. So, du bist jetzt wieder beim Bauen. Jetzt liegt da wieder etwas mehr Holz rum. Und ja, es war irgendwie klar, dass sie erstmal die Plätze bevorzugen, wo sie einen ganzen Stamm platzieren können, als die Stämme auf die Baumstümpfe zu platzieren. Ah, my destination storage no longer exists, also packst du das Ding woanders hin, oder?
Und ja, ich weiß, höchstwahrscheinlich wäre es effektiver gewesen, die Baumstümpfe rauszusprengen. Was würde ich denn brauchen für ein Labor? Eisen, Glas und jede Menge Brimstone. Sollte ich dann vielleicht wirklich in Angriff nehmen, Baumstümpfe freizuspringen und zu nutzen? Genau, Tonk. Flutsch. Nicht vor dir, Baumstämme. Genau, nimm den hintersten Stamm. Wäre wirklich schlauer gewesen, zuerst von hier oben wegzuholzen, aber okay.
Und dass jetzt die Nacht kommt, ist etwas doof. So, ich sollte nämlich nicht ganz an die Kante. Hier sieht es doch langsam schon gut aus, wie so ein Schokoladenkuchen. Oder was in der Richtung halt.